Also vielen Dank, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf und ein bisschen was weitergeben darf, ja, von den Sachen, die mir wichtig geworden sind. Ich lese einen Text vor, das ist ein klassischer Adventstext eigentlich, Jesaja 9, das kennt man in Verbindung mit dem Advent schon. Und ja, hört mal zu und spürt ein bisschen dem nach, was das in euch auslöst, wenn man diese Worte der Hoffnung hört. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und alle die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ich finde, das ist ein richtiger Gänsehauttext und so viele Gedankenverbindungen kommen da, die einfach was Schönes, was Hoffnungsvolles haben. Und wenn man das jemandem sagt oder sagen kann, der in einer Finsternis lebt, dann ist das einfach riesig aufbauend. Ich finde das toll. Ja, und der Jesaja, der diese Worte gesagt hat, oh, das ist ja lange her, 700 vor Christus, über den Daumen gepeilt, also urlang her, der wusste auch über Finsternis Bescheid. Dazu komme ich gleich noch. Finsternis ist ja etwas, was man erstmal physisch, körperlich, äußerlich erleben kann. Wenn es dunkel ist, dann macht das irgendwie Stress, weil ich kann nur tasten, kleine Schrittchen machen. Ich weiß nicht, ob der nächste Schritt sicher ist. Das weiter entfernte Ziel sehe ich sowieso nicht. Das ist eine beklemmende Situation. Geht es uns nicht gut, wenn wir in Finsternis uns bewegen müssen. Und neben der äußerlichen gibt es dann halt auch die seelische Finsternis. Die macht so ähnliche Gefühle, die hat nur andere Ursachen. Aber das Gefühl der Beklemmung ist eigentlich ähnlich, finde ich. Wenn ich unsicher bin, ob ich der Zukunft gewachsen sein werde, unsicher, wie ich mich in einer schwierigen Situation entscheiden soll, unsicher, was noch gilt morgen von den Dingen, die ich heute für richtig und fest und sicher halte. Ich finde, so eine gemeinsame Ausprägung von Finsternis, die wir alle erleben, das ist ja jetzt sehr offensichtlich, wie wir hier auf Abstand sitzen, ein wenig singen. Ich stehe hier hinter so einer Scheibe und es gibt halt einfach nicht so viel Nähe und Zuwendung, wie wir das sonst gewöhnt sind. Man ist nicht so unbeschwert und denken wir über Sachen nach, die uns unsicher machen. Und weil es auch dauernd in den Nachrichten ist, denken wir viel darüber nach. Und wenn sich im Bus jemand nahe in die Nähe setzt, dann überlegen wir schon, ob wir uns woanders hinsetzen, um ein bisschen mehr Abstand zu haben. Ja, wir hören von Menschen, die schwer erkranken und Maßnahmen, die ihr Ziel nicht erreichen oder nicht so, wie man es sich gewünscht hat zumindest. Und so weiter, all dieses Zeug. Das ist was, was zurzeit alle so gemeinsam erleben, aber natürlich hat auch jeder noch seine persönliche Ausprägung von entmutigenden Sachen, die ihm begegnen, entmutigende Ereignisse. Das gibt es natürlich auch noch. Daneben erleben wir aber auch Licht.
Und interessant ist ja, dass die Finsternis hat keine Substanz. Ne? Licht hat Substanz, Finsternis aber nicht, weil man kann nicht eine Finsternislampe in den Raum stellen und es ist hell und man schaltet sie ein und sie taucht dann den Raum in Dunkelheit. Das gibt es nicht. Es geht nur andersrum. Ein Raum, der halt kein Licht hat, sobald die kleinste Lichtquelle kommt, eine Kerze, deswegen ist die Kerze so ein Symbol auch für Hoffnung, so schon eine Kerze macht den Raum ein Stück heller. Ja, Licht hat Substanz, Finsternis hat keine Substanz, ist nur Abwesenheit von Licht. Und Licht, das tut gut, wenn man das dann erlebt, also jetzt im seelischen Bereich. Wenn ich erlebe, dass halt Menschen nach mir fragen zum Beispiel, dass mir geholfen wird, dass Menschen sich zuverlässig verhalten mir gegenüber, das gibt mir Vertrauen zurück, dass ich halt doch die Zukunft meistern kann, dass ich doch gute Entscheidungen treffen werde und dass die Freundschaft, die ich heute habe, morgen auch noch gilt. Und auch die Hoffnung wirkt ein bisschen auf die Seele wie so ein Licht. Wenn uns Hoffnung gemacht wird, wenn wir Hoffnung annehmen können, dann ist das auch entlastend für die Seele. Und der Jesaja, der diesen ergreifenden Text geschrieben hat, ja über das Licht, der hat auch Bescheid gewusst über Finsternis. Er hat 40 Jahre lang in den Königreichen Israel und Juda als Prophet gewirkt, hat da verschiedene Könige erlebt, hat miterleben müssen, wie es in dem Königreich Israel wie immer weiter bergab ging, dass es im Königreich Israel keinen einzigen König gab, der Gott wirklich treu gewesen wäre. Und er musste da oft auch mit bedrohlichen Botschaften kommen. Und er musste miterleben, wie dann, das war 722 vor Christus, das Königreich Assyrien, das aufstrebende Königreich Assyrien, die neue Weltmacht kam und dieses Königreich Israel, das kleine, platt gemacht hat. Die Städte verwüstet, die Bevölkerung verschleppt, deportiert. Und von den 10 Stämmen Israel, die in diesem Königreich gelebt haben, wissen wir danach historisch nichts mehr. Die sind also damit in der Geschichte verschwunden. Weg waren sie. Von denen weiß man nichts mehr. Und ein paar Jahre später kamen sie nochmal, die Assyrer, da haben sie dann auch das Königreich Juda noch angegriffen, haben auch da, ist im Grunde genommen erobert, haben alle Städte zerstört, bis auf Jerusalem. Da hat der Jesaja an einer anderen Stelle dann geschrieben, dass Jerusalem übrig geblieben ist wie eine Wachhütte in einem Gurkenfeld. Also es ist ziemlich kläglich, denn auch Jerusalem, die wurden schwer belagert und sie mussten alle ihre Schätze aus Palast und Tempel alles abliefern, wurden also effektiv auch ausgeplündert. Nur vor der Zerstörung wurden sie noch bewahrt. Und das Königreich Juda wurde nochmal 70 Jahre lang von der Zerstörung bewahrt, weil der damalige König Hiskia einer war, der Gott treu war, der gebetet hat, der auf Jesaja gehört hat und so. Kann man alles nachlesen. Zweites Buch Könige, da wird das alles geschildert. Und deswegen, ich habe das aus einer anderen Predigt ehrlich gesagt abgeschrieben, diesen Satz, aber ich fand ihn eigentlich eine gute Zusammenfassung. Der Jesaja hat eigentlich wahrscheinlich in seinen Lebzeiten auch mehr Finsternis als Licht erlebt, also zumindest auf diesem politischen, in dieser politischen Frage und was seinen Dienst betroffen hat. Und trotzdem hat er es geschafft, diesen aussichtsreichen, diesen hoffnungsvollen Text hier zu predigen, das den Leuten auch zu sagen, dass es Hoffnung gibt. Sein Wort, unser Text heißt es hier, ist ein Traum nach vorne. Ja, er gibt hier eine Hoffnung, von der Erfüllung weit und breit nichts zu sehen. Es ist eine Heilsweissagung in tiefer Not. Das klingt toll, Heilsweissagung. Was ist eine Heilsweissagung, wenn ich sage, alles wird gut? Das ist eine Heilsweissagung, weil alles wird gut heißt, dass das Heil, ne, wenn alles heile wird und alles in Ordnung kommt. Und wenn ich sage, alles wird gut, das ist die Heilsweissagung. Das ist, was er eigentlich sagt. Er erinnert seine Leute daran, wie es in der Ernte ist, wie es ist, wenn man mal einen Sieg hat, wie Gott geholfen hat. Das kommt aus der Zeit der Richter, noch viel länger her, wo sie unter einem Volk Midianiter zu leiden hatten, wie diese Utensilien, die man in der Kriegführung so braucht, die Stiefel und die Kampfgewänder, wie das alles zerstört wird. Das hat er in Aussicht gestellt. Das wird einmal kommen.
Und das war eigentlich eine total mutige Vorhersage, weil in seinem Leben war eigentlich davon nicht viel zu sehen oder auch gar nichts. Und deswegen gibt es ja auch diesen sarkastischen Satz, ne? Kennt ihr alle wahrscheinlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Für mich ist die Botschaft von dem Satz eigentlich, viele Menschen geben sich falschen Hoffnungen hin und müssen dann am Ende doch verzweifeln, nachdem sie lange Zeit einer Illusion nachgelaufen sind. Das ist also die Botschaft von diesem Satz. Aber ich glaube, dass es, wenn man in der Bibel über Hoffnung nachliest, dass das eine ganz andere Note kriegt, dieses Wort Hoffnung, und dass Gott eigentlich das für sehr kostbar findet, wenn Menschen bereit sind, eine Hoffnung anzunehmen, die er zusagt. Weil ist schon klar, es ist natürlich wichtig, ob die Hoffnung begründet ist. Aber wenn die Hoffnung begründet ist, wenn sie zum Beispiel in Gottes Treue begründet ist, dann, dann darf man die Hoffnung und das Helle, das es in der Seele auch auslöst, auch genießen und daran festhalten. Und da war ein interessantes, in einer Andacht habe ich das gelesen, dieses Beispiel, das hat mir da geholfen, das zu erklären. Da kam folgende Frage: Weißt du, warum es freitags einfacher ist, nett zu Menschen zu sein als montags? Ist es nicht deswegen, weil die Hoffnung wie ein Fluss von einer hellen Zukunft zu uns fließt, den Tank unserer Freude auffüllt und dann in Form von Freundlichkeit zu anderen überfließt? Also die Frage, was wir für Hoffnung haben, weil wie wir über die Zukunft denken, ist für uns Menschen total wichtig. Und Gott nimmt das auch wichtig, dieses Kostbare, was in uns passiert, schon bevor irgendwas erfüllt ist, lange bevor irgendwas erfüllt ist, können wir schon von der Hoffnung her Kraft in unserer Seele bekommen. Und das ist für Gott unglaublich wertvoll. Das nimmt er ganz ernst und das ist ihm wichtig. Und deswegen ist Hoffnung anzunehmen, ist, ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Gott sagt mir, da ist eine Wahrheit und es wird Gestalt gewinnen, aber es dauert noch. Und wenn ich dann bereit bin, das anzunehmen. Zum Beispiel hat der Engel, der Maria angekündigt hat, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, der hat es, weil sie dann diese Hoffnung aufgenommen hat, weil sie gesagt hat, ja, dann, wenn Gott das sagt, dann wird es wohl geschehen, dann bin ich auch dabei. Und der hat er gesagt, wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, das wird geschehen. Jakobus schreibt, nehmt bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Hoffnung hat eine ganz starke, kräftige Qualität in der Bibel. Der Petrus hat geschrieben, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Also wenn wir diesen Glauben annehmen, wenn wir diese Hoffnung packen, dass es nach dem Tod weitergeht, dass da noch was kommt, dass Gott was Neues machen wird mit uns, dann verändert uns das innerlich auch, dann ist in uns eine lebendige Hoffnung. Und schließlich aus dem Römerbrief, nicht allein aber das, wir rühmen uns auch über Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, ich habe hier die gute Nachricht-Übersetzung. Aber letzten Endes geht es darum, die Hoffnung geht nicht ins Leere, steht hier im Römerbrief. Luther hat übersetzt, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Also es ist nicht so, dass die Hoffnung dann zuletzt stirbt, sondern dass die Hoffnung zuletzt uns zum Leben bringt. Das ist eigentlich der biblische Gedanke.
Also als der Jesaja diese Verheißungen ausgesprochen hat, diese Heilsvorhersage auf eine ferne Zukunft, da hat er eine richtige Wende verkündet. Es wird alles anders. Israel wird wieder zum großen Volk. Da kommt einer, der sich auf den Thron Davids setzt und seine Herrschaft auf Recht und Gerechtigkeit gründet. Lauter Sachen, von denen nichts zu sehen war. Und wir sind jetzt 2700 Jahre weiter und können mal Rückblick halten und schauen, was ist denn daraus geworden aus diesem Vers 5. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Er ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ich glaube, schon klar, wenn wir das lesen, ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, wir denken gleich an die Weihnachtsgeschichte. Und da freilich sagen wir, da ist Jesus gekommen. Und was ist denn sonst noch in Erfüllung gegangen, auch wenn es Jahrhunderte gedauert hat? Aber was ist denn sonst noch in Erfüllung gegangen nach der Predigt von Jesaja und nach der Geburt von Jesus? Aus diesem wunderbaren Ratgeber, starken Gott, ewigen Vater und Fürst des Friedens. Haben wir da auch schon was gesehen von einer Erfüllung? Und ich denke, die Erfüllung sieht schon anders aus, als man es zuerst denken würde. Na, wenn man die Beschreibung bei Jesaja liest, dann denkt man, das wird halt ein super charismatischer Anführer irgendwann kommen, der die Leute hinter sich schart und dann wird das ein tolles Königreich und das wird alles sehr schön werden. Und auch zur Zeit von Jesus hatten seine Jünger diese Frage, in der Apostelgeschichte steht das, da haben sie ihn gefragt, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Die hatten dieses geografische Königreich im Sinn mit den politischen Grenzen, wo alles dann möglichst auch noch intern auf Recht und Gerechtigkeit gegründet zugeht, nach dem Willen Gottes geordnet. Ne? Und die Erfüllung sieht etwas anders aus, aber ich sehe schon eine Erfüllung, wenn der Jesaja sagt, das ist ein wunderbarer Ratgeber. Jesus hat uns gesagt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, der wird euch in aller Wahrheit leiten. Also nachdem Jesus von uns gegangen ist, in den Himmel aufgefahren, er hat gesagt, er kommt wieder. Aber was wir erleben ist, dass er innerlich in unserem Herzen schon da ist, dass er in uns lebt und dass er uns leitet, dass er uns vielleicht nicht jetzt die ganze Wahrheit gesamt offenbart hat und wir wissen über alles Bescheid, aber dass er uns Schritt für Schritt den nächsten Schritt zeigt, wenn wir ehrlich nach seinem Willen leben und dass wir erleben können, dass er jedem Einzelnen, der mit Jesus unterwegs ist, weltweit unmittelbar nahe ist. Jeder hat diesen unmittelbaren Zugang. Ein wunderbarer Ratgeber. Mir sind heute ein paar alte Lieder eingefallen, aber vielleicht kennen es die meisten von euch, zum Beispiel das vom Zinzendorf Herz und Herzverein zusammen, wo in einem Vers er schreibt, Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herz sehen, der uns so geliebet hat. Dass der Vater aller Geister, der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist. So fühlbar nahe bist. Diese guten Zeiten, die gibt es auch, wo wir Jesus so fühlbar nahe haben und einfach froh sind, in seiner Gegenwart zu sein. Und dann ein starker Gott. Ja, mit der Kraft dieses starken Gottes, denke ich, da stemmen wir keine Gewichte und wir sprengen keine Mauern und wir schlagen keine Armeen zurück, aber was anders passiert, und das finde ich auch sehr gewaltig, nämlich, dass in uns diese Hoffnung gepflanzt wird und aufwacht. Ja, die Hoffnung bis dahin, dass wir sagen, dieses Leben hier ist wichtig, aber es ist nicht das Letzte, sondern ich habe eine unendliche Zukunft, eine Zukunft, die bis in die Ewigkeit hinüberreicht. Diese Hoffnung und dass man dadurch einfach schon eine Befreiung im Herzen erfährt, dass das schon unser Leben verändert. Für Gott ist es wichtig, dass das so ist. Und ich habe dann mal so geschrieben, dass eben Hoffnung ist nicht weniger als die Erfüllung hinterher, die dann kommt. Es ist nur eine andere Phase der Erfüllung aus Gottes Sicht.
Deswegen gibt es dieses Gebet im Epheserbrief, wo der Paulus sagt, Gott soll euch erleuchtete Augen des Herzens geben, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Mit ihr hat er an Jesus, an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt hat. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Also diese Kraft, die an uns wirkt, wo wir denken, nur so eine kleine Hoffnung, aber es ist wichtig, es ist die gleiche Kraft, die ausgereicht hat, um Jesus von den Toten aufzuerwecken. Denn das ist auch schon ein Stück Erfüllung, das wir schon gesehen haben von all den Verheißungen, die es gibt. Der Sohn Gottes ist gekommen, hat hier gelebt, er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Das ist der Teil, der schon erfüllt ist. In einem anderen Lied, Kirchenlied jetzt, Jesus ist kommen, der König der Ehren, da heißt es im Vers 5, Jesus ist kommen, der König der Ehren, Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Und das finde ich eigentlich viel gewaltiger als irgendeine Armee, wenn man einen Menschen dahin bringt, dass er Hoffnung hat, wenn man einen Menschen dahin bringen kann, dass er Fehler einsieht und dass er im Herzen umkehren kann zu dem, was richtig und gut ist. Das finde ich eigentlich gewaltig. Und das ist das, was durch Jesus möglich geworden ist. Das ist der starke Gott, den ich bewundere. Und ein ewiger Vater, ja, dadurch, dass Jesus in die Welt gekommen ist, uns freiwillig, uns Menschen bei uns war, uns ertragen hat auch, dass er uns alles auf sich genommen hat, was wir falsch gemacht haben. Dadurch können wir erkennen, wie groß Gottes Liebe ist. Er kommt zuerst auf uns zu. Und dadurch erwacht diese Hoffnung und, wie es im Galaterbrief heißt, der Geist, durch den wir rufen, aber lieber Vater, keine Angst mehr vor Gott. Ehrfurcht vor Gott, klar, Respekt, aber keine Angst mehr. Er ist nicht gegen uns, er ist immer für uns. Und deswegen diese vertrauensvolle Anrede, Vater. Seit Jesus da war, dürfen wir ihn als Vater ansprechen. Der ewige Vater. Und der Fürst des Friedens, dass er von seiner Seite her mit uns Frieden gemacht hat. Der geht von ihm aus, dieser Friede, und wir können dann auch in seinem Frieden friedlich werden. Also sehen wir, dass schon einiges erfüllt ist. Einiges ist auch noch offen. Ja, also wir leben noch nicht in einem perfekten Reich, in dem es keine Schwierigkeiten, keine Tränen, kein Unrecht mehr geben würde. Da ist noch einiges offen, aber vieles, das haben wir auch schon gesehen, dadurch, dass Jesus tatsächlich schon da war und es auch ein Stück Erfüllung gibt. Und auf das andere, da hoffen wir noch. Als der Jesaja seine Predigt gemacht hat, hat er den Menschen Hoffnung gegeben, dass ein Sohn kommen wird und so weiter. Das alles, das war wie ein Licht für die Menschen, die auf Gott geschaut haben durch die Jahrhunderte, dass sie diese Predigt hatten und dass es ihnen Hoffnung gegeben hat. Dann ist Jesus gekommen, hat auch schon gezeigt, es gibt ewiges Leben, er ist auferstanden. Aber es sind auch wieder Dinge, neue Verheißungen aufgestellt worden, auf die wir jetzt hoffen. Und wir hoffen auch auf seine Rückkehr, dass er wiederkommen wird und dass es dann die Erfüllung gibt. Ja, und deswegen denken wir daran im Advent, auf der einen Seite, er ist gekommen, er hat manches erfüllt, aber wir denken auch daran, auf das, was er uns Hoffnung gegeben hat. Ja, wir hoffen auf ein Leben in seiner Gegenwart für die Ewigkeit, das dann ungetrübt ist und wo wir bei ihm sein werden. Im Epheserbrief heißt es eben an einer Stelle, dem, der überschwänglich in uns alles tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, dem sei die Ehre und das Lob. Also wir haben Hoffnung und wir können auch davon ausgehen, dass manches noch großartiger sein wird, als wir es uns heute denken. Und Advent ist diese Zeit, in der wir daran denken. Er ist gekommen und er hat versprochen, er wird kommen. Und wir dürfen
das genießen, was diese Hoffnung in unserer Seele macht, das Licht, das da hineinkommt, dass wir wissen, Jesus ist immer mit uns. Das dürfen wir heute schon genießen und auch wissen, weil er zuverlässig gewesen ist in der Vergangenheit, er wird auch in der Zukunft zuverlässig sein. Wir haben eine begründete Hoffnung, die wir genießen dürfen und an der wir nicht zu Schanden werden. Danke. Amen. Ja, ich schlage vor, wir beten zusammen. Ja, könnt gerne sitzen bleiben oder wer möchte, wie ihr wollt. Genau. Herr, wir danken dir für diese Adventszeit, wo wir uns auf die Hoffnung konzentrieren, die du uns gegeben hast. Danken dir, dass die Hoffnung uns schon verändert innerlich, dass das schon ist wie ein Licht, das angemacht wird in der Dunkelheit, die uns oft umgibt. Und wir wollen dem treu sein und das auch schon ausleben und zur Reife kommen lassen, was die Hoffnung in uns bewirkt. Und wir danken dir, dass wir auf eine Erfüllung auch wirklich begründetes Vertrauen haben. Amen. So, was ich auch noch mitgebracht habe, das ist ein Text, der im Wechsel gelesen wird. Und da ist immer ein Vers aus dieser Jesaja-Predigt, die ich schon vorgelesen habe, und demgegenüber ein Vers aus dem Neuen Testament, der dazu passt. Und das wird jetzt im Wechsel vorgelesen. Achso, ich muss ja wieder. Moment. Nicht vergessen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Schrecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn der Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. So, ja, dann wäre noch zu sagen, genießt die Hoffnung, die wir haben. Und das, worauf wir warten, ist ja wirklich, alles wird gut. Und ich möchte euch noch einen Segen mitgeben für die Woche, wenn ihr mögt. Steht gerne auf.
Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wiedersehen, gute Woche, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ich wieder mal da sein kann.